Ich bin Diego. Ich bin... Mich interessiert nicht, wer du bist. Du bist neu hier. Ich kümmere mich um die Neuen. Lassen wir es vorerst dabei. Wenn du vorhast, länger zu leben, solltest du dich ein bisschen mit mir unterhalten. Ich werde dich allerdings nicht daran hindern, in dein Verderben zu rennen. Also, wie sieht's aus? Okay. Was muss ich über diesen Ort wissen? Wir nennen es die Kolonie. Du wirst sicher schon gehört haben, dass wir hier Erz für den König fördern. Nun, zumindest wir vom alten Lager. Es gibt drei Lager innerhalb der Barriere. Das alte Lager ist das größte von ihnen. Es war auch das erste. Wie komme ich zum alten Lager? Du musst nur dem Weg hier folgen. Es treiben sich jede Menge wilder Bestien zwischen den Lagern herum. Es ist Wahnsinn, ohne Waffe zu gehen. Ah, danke für die Hilfe. Wir sehen uns im alten Lager. Hey du. Hey du. Was willst du? Dich warnen. Wenn du hier weitergehst, kommst du in unser Jagdgebiet. Danke für die Hilfe. Wo soll's denn hingehen? Ich will ins Lager. Du bist doch nicht hergekommen, um Ärger zu machen, oder? Diego hat gesagt, ich soll ihn im Lager treffen. Gut, du kannst reingehen. Das ist wirklich mein Problem. Komm, komm. Was
passiert mir nicht nochmal. Kann schon sein. Nein, zu lange. Hey, du. Hallo. Ich habe einen Brief für den obersten Feuermagier. So. Ein Magier hat ihn mir gegeben, kurz bevor sie mich reingeworfen haben. Du kannst von Glück sagen, dass ich mich bei den Magiern nicht mehr blicken lassen kann. War nicht besonders schlau. Mal angenommen, ich wollte mich seinen Leuten anschließen. Was müsste ich tun? Am Eingang zur Burg findest du einen Mann, der Torus heißt. Man muss eben aufpassen. Mach's gut. Hey du. Ich will für Gomez arbeiten. Ach. Und wieso, glaubst du, ist Gomez daran interessiert, dass du für ihn arbeitest? Diego sagt, du entscheidest, wer Gomez interessiert. Wenn Diego denkt, du taugst was, kann er sich auch mit dir rumschlagen. Ich werde dir jetzt erklären, wie das läuft. Diego wird dich auf die Probe stellen. Wenn er denkt, dass du gut genug bist, werde ich dich zu Gomez in die Burg lassen. Was dann passiert, liegt an dir, kapiert? Ich werde mit Diego reden. Warum stellst du mich nicht auf die Probe? So läuft das hier nicht, Kleiner. Jeder Neue, der sich hier beweisen will, braucht einen Fürsprecher. Der Fürsprecher muss einer von Gomez' Leuten sein. Er wird dich auf die Probe stellen. Und wenn du Mist baust, ist er für dich verantwortlich. So läuft das hier. Es muss doch eine Aufgabe geben, die du erledigt haben willst. Nein. Die Dinge, um die wir Gardisten uns kümmern, sind eine Nummer zu groß für dich, Kleiner. Halt dich lieber an die Prüfungen, die dein Fürsprecher dir stellen wird. Ich kann alles schaffen, was du mir aufträgst. So, du willst also unbedingt versagen. Es gibt eine Sache, die nur von jemandem erledigt werden kann, der keiner von Gomez' Leuten ist. Aber ich warne dich. Wenn du das Ding vermasselst, bekommst du mächtigen Ärger. Ich bin bereit für deine Aufgabe. Was ich dir jetzt sage, bleibt unter uns. Und niemand außer uns beiden wird je von dieser Sache erfahren. Verstanden? Ja. Wir haben Ärger mit einem Typen aus dem neuen Lager. Mordrak ist sein Name. Er hat Eigentum der Erzbarone gestohlen. Es gibt viele Banditen im neuen Lager, auf die das zutrifft. Aber dieser Junge kommt in unser Lager und verkauft unsere gestohlene Ware an unsere Jungs zurück. Damit ist er eindeutig zu weit gegangen. Aber er weiß ganz genau, dass ich nichts machen kann. Warum? Weil er unter dem Schutz der Magier steht. Ich kümmere mich darum. Hi. Ich habe mit Torus geredet. Und, was sagt er? Er will mich im Lager aufnehmen, wenn du denkst, dass ich gut genug bin. Sieht so aus, als hätte ich einen neuen Job. Fangen wir direkt an? Vorher solltest du ein paar Sachen wissen. Was muss ich wissen, um im alten Lager aufgenommen zu werden? Wenn du aufgenommen werden willst, musst du Pluspunkte sammeln. Es gibt einige einflussreiche Leute hier im Außenring. Die meisten davon sind Schatten. Wenn du es schaffst, sie zu beeindrucken, bringt dir das Pluspunkte ein. Dann musst du eine Prüfung des Vertrauens ablegen. Außerdem gibt es für einen Neuen wie dich jede Menge neuer Talente zu lernen. Je mehr du lernst, desto wertvoller bist du für uns. Wo finde ich die? Aber mal's für dich. Was ist die Prüfung des Vertrauens? Du sollst für mich zur alten Mine gehen. Dort triffst du einen Kerl namens Ian. Er wird dir eine Liste geben. Diese Liste ist wichtig. Da steht drauf, was die Jungs in der Mine von uns brauchen. Das schicken wir ihnen dann mit dem nächsten Konvoi. Kein Problem. Oh doch, das ist ein Problem. Das neue Lager darf auf keinen Fall die Liste in die Finger bekommen. Wie ich schon sagte, die Liste ist wichtig. Wenn du die Sache gut machst, bringt dich das einen großen Schritt weiter. Aber behalt's für dich, muss nicht gleich jeder wissen. Wenn die Liste so wichtig ist, wieso sollte Ian sie dann ausgerechnet mir geben? Weil du ihm sagst, Diego schickt dich. Wird's ihm. Man muss eben aufpassen, was man. Mach's gut. Deine Haut will ich trotzdem nicht spielen.
Du würdest nicht zufällig bei Diego ein gutes Wort für mich einlegen. Ja? Du hast was gelernt, was... Was machst du hier? Ich kümmere mich um die Arena. Ich will mit dem Lager anschließen. Kannst du mir dabei helfen? Wenn du es schaffst, mich zu beeindrucken, vielleicht. Einige der besten Kämpfer aller drei Lager kommen hierher, um sich zu messen. Hey, du! So. Ich bin neu hier. Wer bist du? Du bist doch nur hier, damit du meine Chance bekommst, Gomez in den Arsch zu kriechen. Was? Du Wurm! Du weißt gar nichts über uns! Das neue Lager ist unabhängig von dieser ganzen Scheiße! Schmerzen sind eine Frage des Willens. Ich habe gegen Kirgo gekämpft. Du bist schon tot, du Ball. Aber war eins für dich. Muss nicht gleich jeder wissen. Man muss eben auch. Hey, du. Hey, Neuer. Ich bin Mordrak. Meinen Namen solltest du dir merken. Ich kann dir gute Ware aller Art günstig verkaufen. Du hast ein Problem. Ach, und das wäre? Es gibt Leute hier, die wollen, dass du dich hier nie wieder blicken lässt. So. Dann sag doch den Leuten, sie sollen jemanden schicken, der ihren Willen auch durchsetzt. Wie kommst du darauf, dass ich das nicht tue? Weil ich denke, dass du ein schlauer Junge bist. Du wirst schnell erkennen, dass es Besseres gibt, als für Gomez zu arbeiten. Bei uns im neuen Lager können wir fähige Leute genauso gut brauchen. Und dort gibt es niemanden, der dir sagt, was du zu tun und zu lassen hast. Und wenn ich mich dem neuen Lager anschließen wollte, könntest du mir dabei helfen? Wenn du es wirklich ernst meinst, können wir direkt losgehen. Aber wenn du lieber versuchen willst, mich aus dem Lager zu prügeln, bitte! War doch klar, dass das Ärger gibt. Lass uns zum neuen Lager gehen. Gut. Kann schon sein, aber wen interessiert das? Lass uns nicht nur was am Anfang lernen. Gar nichts dazu. Ich glaube kaum, dass es war.
aussterben, wenn sie mir ständig über den Weg laufen. Die werden aussterben, wenn sie mir ständig über den Weg laufen. Sie werden aussterben, wenn sie mir ständig über den Weg laufen. Sie werden aussterben, wenn sie mir ständig über den Weg laufen. Sie werden aussterben, wenn sie mir ständig über den Weg laufen. Sie werden aussterben, wenn sie mir ständig über den Weg laufen. Sie werden aussterben, wenn sie mir ständig über den Weg laufen. Sie werden aussterben, wenn sie mir ständig über den Weg laufen. Sie werden aussterben, wenn sie mir ständig über den Weg laufen. Sie werden aussterben, wenn sie mir ständig über den Weg laufen. So, hier sind wir. Immer wieder dieselbe Leier. Gequatscht. Kann schon sein. Das ist wirklich voll. Manche lernen immer gar nicht. Was machst du hier? Entspann dich. Ich bin neu hier. Hast du vor, durch dieses Tor zu gehen? Pass auf da! Klar, dass das Ärger gibt. Erwache! Du bist aus dem Lager der Sekte, richtig? Wir nennen es die Bruderschaft. Ich bin Baal Kagan. Der Schläfer sei mit dir.
nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Das ist... Ich dachte, das wäre schon lange geklärt. Lass uns lieber über was anderes aus. Hey du! Hey du! Ich hab ein bisschen... Hey du! Hey du! Hey du! Hey du! Wenn du meinst, ich meine, pff, klar, aber jetzt für dich, das muss ja nicht jeder sein. Das ist ja schon lange geklärt. Verlass dich auf hey, du. Und du bist verlassen. Das ist eben so. Man muss eben aufpassen, was man rum erzählt. An der Geschichte muss man... Gequatscht wird viel. Ja, lass uns lieber über was anderes reden. Manche lernen eben nichts. Dachte das. Wo das war nein, das ist wirklich nicht mal. Es war doch klar, dass es Ärger gibt. Mal lieber über was anderes reden. Quatsch wird viel. Man darf ja auch nicht alles glauben, was man erwache! Man muss eben aufpassen, was wahrscheinlich ist das so. An der Geschichte muss wohl doch was dran sein. Klar, dass das Ärger gibt. Ich dachte, das ist lustig auf jeden Fall. Geklärt. Quatsch wird viel. Das passiert mir nicht nochmal. Wahrscheinlich hast du recht. An der Geschichte kann sein. Man darf auch nicht alles glauben. Aber halt, wenn du meinst, an der Geschichte muss wohl doch was dran sein. Ja, das war nicht besonders schlau. Wahrscheinlich hast du recht. Wahrscheinlich hast du recht. Ich dachte, das ist geklärt. Das passiert mir. War doch klar, dass das Ärger gibt. Ich halte mich da lieber raus. Solange ich damit nichts zu tun habe, ich höre nicht mehr. Früher wäre das ganz anders gelaufen. Wenn du meinst. Thank you.
Erwache! Nichts zu tun habe. War doch klar, dass das Ärger. Aber kaum, dass sich daran was ändern wird. War doch klar, dass das Ärger gibt. Früher wäre das ganz anders. Aber war's für dich? Muss nicht gleich jeder wissen. Lass uns lieber über was anderes reden. Diego schickt mich. Alles klar, hier ist die Liste. Ich halte mich da lieber raus. Ich darf erst mal abwarten. Es wird nicht so heiß gegessen. Man darf auch nicht alles glauben, was man hört.
Der Schläfer sei mit dir, Fremder. Ich bin hier, um dich auf den rechten Weg zu führen. Und was ist der rechte Weg? Der Weg des Schläfers. Er allein hat die Macht, uns von hier zu befreien. In unserem Lager bereiten die Gurus eine große Beschwörung vor. Sie wollen mit dem Schläfer in Kontakt treten. Bisher hat er nur durch Visionen zu uns gesprochen. Aber jetzt ist die Zeit gekommen, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Wir brauchen dazu so viel Anhänger wie möglich. Unser Lager. Bring mich zu eurem Lager, das will ich mir ansehen. Sehr gut. Ich werde vorangehen. Folge mir. Ich dachte, das wäre schon lange geklärt. Das ist wirklich nicht mein Problem. Drecksviecher!
Drecksviecher! Wir sind angekommen. Dort unten liegt das Lager der Bruderschaft. Geh durch das Tor und rede mit meinen Brüdern. Ich bin sicher, dass du den Weg nicht umsonst gemacht hast. Frag nach Kor Kalom. Er hat die Aufsicht über die Novizen und die Lehrer. Ich gehe zurück ins alte Lager. Es gibt noch viele Unwissende, die auf den richtigen Weg gebracht werden müssen. Viel Glück. Sei gegrüßt, Fremder. Du bist dabei, heiligen Boden zu betreten. Dies ist die Bruderschaft des Schläfers. Was führt dich her? Ich habe gehört, ihr seid auf der Suche nach neuen Leuten. Ich will mich euch anschließen. Dann sei willkommen. Die Bruderschaft des Schläfers hat einen Platz für jeden, der sich vom Geist des Schläfers führen lassen will. Wenn es dir wirklich ernst ist, solltest du versuchen, die Aufmerksamkeit von Baal-Namib zu erregen. Er steht direkt auf dem Platz hinter dem Tor. Aber du darfst ihn nicht direkt ansprechen. Erwache! Wer bist du? Ich bin Lester. Ich kümmere mich um die Fremden, die hier ankommen. Gut, dass du nicht Baal-Namib angesprochen hast. Kein Fremder darf die Gurus ansprechen. Wie kann ich mich hier im Lager zurechtfinden? Ich kann dir die wichtigen Orte zeigen. Zeig mir den Weg. Zum Alchemielabor. Folge mir. Erwache! Wie bringe ich deinen Meister dazu, mit mir zu reden? Was meinst du? Verlass dich auf jemanden, um dieses Verlassnis zu sehen. Was passiert denn jetzt nochmal? Du lernst schnell. Erwache.
sein. Aber behalt's für dich, muss nicht jeder gleich wissen. Erstmal abwarten, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ich glaube kaum, dass ich daran was ändern will. Hey du! Gorim schickt mich. Was? Schwing deinen Hintern zu den Krautstampfern, oder es gibt Saures. Versuch doch mal, dich mit mir anzulegen, du Penner. Was hast du mit Clara Sieger? Jetzt gibt's was aufs Maul! Clara Sieger, würde ich sagen. In seiner Haut will ich trotzdem nicht stehen. Erwache! Hier, Meister. Ein bescheidenes Geschenk von deinem Schüler. Was war denn das? Dein Schläfer. Ich hatte eine Vision. Es war unglaublich. Ich habe gesehen, dass wir einen neuen Bruder bekommen, der nicht ist wie die, die vor ihm kamen. Er macht irgendwas mit uns. Er hat ein Schwert in der Hand und steigt eine breite Treppe herunter. Dann hört die Vision auf und er sah dir. Verdammt, ey. Wer bist du? Was willst du hier? Ich bin nur ein bescheidener Diener des Schläfers. Geh zu Kor Kalom. Er soll sich weiter mit dir befassen. Suchst du wieder Streit? Na, hast du langsam Lust bekommen, deinen Freund abzulösen? Du verdammter Mistkerl, wieso mischst du dich überhaupt in unsere Angelegenheiten? Ich will dich einfach stampfen sehen. Ist ja schon gut. Kann schon sein. War doch klar, dass das Ärger gibt. Wenn du meinst. Du siehst nicht aus wie einer, der sein Leben bereits unter die Knechtschaft der Erzbarone gestellt hat. Du siehst aus wie ein Suchender. Du siehst aus wie einer, der den wahren Glauben sucht. Spürst du nicht das Feuer in dir, das dir nachts den Schlaf raubt? Ich sehe, dass du an dem zweiten Weg... Das ist eben so. Kann schon sein. Ich habe mit Gorim gesprochen. Du hast dich für einen unserer Brüder eingesetzt und deine Sache war recht. Darum habe ich dich für eine besondere Aufgabe erwählt. Kor Kalom braucht dringend neues Sumpfkraut für sein Experiment. Unsere Sammler im Sumpf arbeiten. Und wir lernen eben gar nicht dazu. Aber behalt's für dich, muss nicht gleich jeder wissen.
erwache. Ich glaube, der Kerl bringt mich nicht wirklich weiter. Erwache. Baal Orun schickt mich. Ich soll hier alles Sumpfkraut abholen. Gut. Baal Orun schickt mich. In den Wald. Ich sehe weit und breit keine Blutfliegen mehr. Weit und breit keins von den Biestern mehr zu sehen. Das war ganze Arbeit. Wer sich so abplagt, ist entweder auf unserer Seite oder ein kompletter Vollidiot. Und ein Idiot wäre zu dumm, um mich aufs Kreuz zu legen, richtig? Hier, nimm die Ernte und bring sie zu Khor Kalom. Damit hast du nicht nur bewiesen. Ja, kann schon sein. Ich Ich höre nicht mehr auf das Gehäuse. Ah, gut, dich wiederzutreffen. Wie ist es dir ergangen? Ich habe den alten Göttern abgeschworen. Ehrlich?
Wie kommst du zu dieser Entscheidung? Ich hatte eine Vision. Der Schläfer hat zu mir gesprochen. Was hat er gesagt? Er sagte, geh in das Lager im Sumpf und schließ dich der Bruderschaft an. Du bist ein sehr reicher Mann, Fremder. Der Schläfer hat dich erwählt. Ist es dir wirklich ernst, mit deinem Wunsch uns beizutreten? Ja, ich will den Weg des Schläfers beschreiten. Geh zu Kor Kalom. Sag ihm, ich schicke ihm einen wahren Anhänger des Glaubens. Mach Platz! Ich höre nicht mehr auf das Gefasel. In der Geschichte muss aber was dran sein. Erwache!
Oh Gott. Wir sehen uns. Mach's gut. Ich bin da. Okay. Und diese. Gut. Sollst du mit unserem Freund hier hingehen? Wir machen einen kleinen Spaziergang. Hier sind 100 Erz. Ich habe nichts gesehen. War nicht besonders schlau. Erwache! Ich habe hier jemanden, der dich kennenlernen möchte, Meister. Wen bringst du zu mir? Er bedarf sicherlich noch eurer geistigen Führung.
Schatzmeister. Erwache! Erwache! Was willst du? Ich bringe die tägliche Sumpfkrauternte. Ach, gib her und verzieh dich wieder. Lass uns lieber über was anderes. Erwache! Was willst du? Ich will in die Bruderschaft aufgenommen werden. Ich habe gehört, du bist der Meister der Novizen und entscheidest, wer aufgenommen wird. Ich habe keine Zeit. Meine Experimente sind zu wichtig, als dass ich verlasse. Solange ich damit nichts zu tun habe. Erwache! Wie kommt Baal Kadav? Vielleicht kann einer der anderen Gurus dir helfen. Ich höre nicht mehr auf das Gebrausen. War nicht besonders schlau. Erwache. Erwache! Ich habe Kor Kalom, das so. Daran, es ist ein magisch. Na los, lass mich vorbei! Aber behalt's für dich, muss nicht gleich jeder wissen. Immer wieder dieselbe Leier. Ich halte mich da lieber raus. Was tust du? Ich versuche hier gerade mit meinen Schülern zu meditieren. Wer hat dir beigebracht, die Magie des Schläfers zu wirken? Niemand. Es war ganz leicht. Du scheinst ein sehr gelehriger Schüler zu sein. Ich möchte Schriften über Magie erwerben. Was war denn das? Ich will lernen, die Kraft meiner Magie zu steigern. Die Kraft. Oh, immer wieder dieselbe. War nicht besonders schlau. Thank you.
Erwache! Was willst du? Ich glaube, ich habe die Baals überzeugt. Baal Orun sagt, ich habe mich als würdiger Diener des Schläfers erwiesen. Weiter? Baal Kadar hält mich für einen gelehrigen Schüler. Baal Namib ist überzeugt, dass ich ein wahrer Anhänger des Glaubens bin. Baal Tyon hatte dank mir eine Vision. Und? Baal Tondral sagt, ich soll die Robe erhalten. Ich habe einen neuen Schüler zu ihm geführt. Wir sehen uns. Nick! Hey, du! Man darf auch nicht alles glauben, was man will. Der Typ wird sich hier nie wieder blicken lassen. Lass uns lieber über was anderes reden. Lass dich auf jemanden und du bist verlassen. Das ist eben so. Hey, Matt! Sag mal... Ich halte mich eins. War doch klar, dass es...